Also Ralf hat ja eben schon so ein bisschen Onboarding gemacht und das zieht sich auch durch meine Folien durch, ohne dass wir uns abgesprochen hätten. Finde ich sehr spannend, schon mal so als Teaser. Aber erstmal, was ist überhaupt StudioLink? Also es ist dazu da, um Ferngespräche in möglichst hoher Qualität über das Internet zu führen. Und das wirklich mit dem Fokus auf Produzierende, das heißt also auf Podcaster und Podcasterinnen und natürlich auch alle anderen, die irgendwie möglichst gute Audioqualität auch aufzeichnen und veröffentlichen möchten. Die wichtigste Software, an der ich jetzt gerade auch sehr viel arbeite, ist die Standalone-Variante. Die war bisher eigentlich nur für den Gast oder die Gästin vorgesehen. Ich erweitere die gerade so, dass man quasi auch diese Software direkt dann benutzen kann, um bis zu 5 Remote-Teilnehmerinnen in einem ersten Schritt aufnehmen zu können. Das heißt, die schaltet man einfach direkt dazu. Ich zeige nochmal gleich ein Beispiel, wie das genau geht. Auch eine Mehrspuraufnahme ist dann mit dabei und auch das StudioLink on Air, um zum Beispiel gleich Livestreaming zu ermöglichen, ist auch integriert. Die letzten drei sind jetzt alle erstmal in der Alpha-Version. Die werde ich hoffentlich nächste Woche veröffentlichen. Ich habe noch so einen kleinen Bug in macOS gefunden, den ich gerne noch beseitigen möchte. Und dann kann ich die hoffentlich freigeben. Genau. Der Sinn hinter der Standalone ist halt wirklich Einfachheit. Einfach eine Datei runterladen, sie ausführen und los geht's. Dann taucht ein Webinterface auf und ich habe jetzt auch so ein bisschen Onboarding gleich mit reingepackt. Das heißt, es gibt so ein paar Schritte, die muss man halt durchführen, um halt sicherzustellen, dass das Ganze so ein bisschen funktioniert. Hinzugekommen ist jetzt, dass man das Audio-Interface auswählen kann. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt direkt, die quasi Telefonnummer einzugeben. Also jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt eine individuelle Telefonnummer direkt zugewiesen vom System. Und das ist einfach auch die Nummer, mit der man sich gegenseitig erreichen kann. Also quasi wie im normalen Telefonbereich auch üblich, nur dass die Nummer etwas umständlicher ist, aber da wird auch noch dran gearbeitet, dass man sich das ein bisschen individualisieren kann. Das Erste, was man so aufrufen sollte, ist so ein bisschen der Echo-Account, da kann man schon mal gucken, wie so das eigene Audio sich verhält. Manchmal, je nach Audio-Interface, muss man da mal auf Mono umschalten, wenn man sich nur auf einem Kopfhörer hört. Also das wird auch gleich durchgeführt, weil das ist auch so der größte Schmerz oder das meiste Problem, wenn man jemanden dazuschaltet. Man hat ihn nur auf ein Ohr, das erträgt man nicht lange. Das kann man sich zwar lokal noch umkonfigurieren, aber es ist immer ganz schön, wenn das natürlich gleich funktioniert. Und dafür gibt es halt auch diesen einfachen Knopf, das umzustellen. Auch ein Feature, was in anderer Software meistens ignoriert wird, weil halt das eher so bei höherpreisigen Audio-Interfaces, Mehrkanalgeräten eigentlich erst ein Thema wird. Genau, und dann kann man auf Record drücken und das war es dann schon in seiner Aufnahme starten und auch gleichzeitig on-air einschalten und man streamt live. Genau, dann gibt es noch das Plugin. Das ist halt der aktuelle Stand, wo man einen Ultraschall am besten direkt ausführen kann, mehrere Spuren anlegen. Ralf hat es eben im Ultraschall einmal gezeigt. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Da wird sich sicherlich auch noch mal was tun, aber das ist gerade natürlich durch die DAW ist das ein sehr guter Bereich, wenn man sich da hochleveln möchte und das gleich in dieser DAW-Geschichte zu haben, nicht verkehrt weiterhin zu nutzen, da auch so eine DAW in der Regel sehr gutes Audio und das auch gerade in Aufzeichnung kann. Und die kann sogar bis 10 Teilnehmerinnen zusammenschalten. Das wird vielleicht bei der Standalone auch mal erweitert von mir, aber ich will da erstmal vorsichtig anfangen und erstmal Erfahrung sammeln, wie dann das Ganze quasi auch, ob das stabil läuft. Ja, On Air ist das Streaming, da habe ich eben schon mal erklärt. Das ist eine Streaming-Webseite, da ist eine URL, das ist ein aktuelles MP3-Streaming. Die kann man sich halt ganz normal anhören dann während der Sendung als Zuhörer oder Zuhörerin. Es gibt auch noch eine App, Podlife. Ja, genau.
Und dann von mir gibt es auch noch eine App-Variante demnächst. Die ist noch ein bisschen in Arbeit, aber sie wird kommen, definitiv. Ich hätte jetzt, im Prinzip gilt die Demo vom letzten Mal, die ich gezeigt habe. Also es wird dann auch ganz einfach über die IDs, dass man sich dann anrufen kann. Eventuell werden da auch noch ein paar Schritte dabei sein, das Ganze noch zu vereinfachen, dass man vielleicht wirklich nur einen Link rumschickt, der dann aufgerufen wird und man kann die App öffnen. Sowas ist also geplant, auch hier die ganze Experience etwas zu vereinfachen. Ja, und dann das liebe Geld. Das möchte ich dieses Jahr quasi in Angriff nehmen. Bisher habe ich immer gesagt, während der Beta-Phase ist StudioLink kostenlos und die möchte ich final am 1.8. beenden. Und damit geht es in ein guthabenbasiertes System über, das dann ab 1 Euro, also ein freiwilliges System, wo man selber den Betrag festlegen kann, im Monat sagt, wie viel von diesem Guthaben, was man aufgebucht hat, dann heruntergehen soll. Kostendeckend für mich so wären als Richtwert 5 bis 10 Euro, und das wäre so dann der Betrag, wo ich dann wirklich auch aktiver an dem Projekt arbeiten kann. Aktuell läuft sehr viel über die Freizeit und ja, es wird aber nach wie vor noch weiterhin 30 Tage Testphase geben. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt sofort das buchen und es werden auch 10 Nummern oder 10 Verbindungen halt zu einem Account kann man den zuordnen, sodass nicht jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einen eigenen Account braucht und nicht selber zahlen muss, sondern man kann das auch so ein bisschen aufteilen, sodass nur eine Person zahlt. Ja, dann bin ich auch schon mit dem Gröbsten durch, tatsächlich. Und jetzt können wir vielleicht noch mal ein paar Fragen machen. Okay. So, gibt's Fragen? Hallo, ich bin Malik. Ja, hallo. Surprise. Sebastian weiß schon, was kommt. Das Adressbuch, wie sieht's damit aus? Ja, kommt auch wieder. Hallo, ich bin Tom. Wird StudioLink noch weitere Sampling Rates unterstützen oder nur 48 Kilohertz? Im Moment ist es ja so. Also tatsächlich ist es so, dass die neue Standalone-Version in der Windows-Variante sogar schon quasi mit anderen Sample-Raten umgehen kann und konvertiert. Das ist ein Feature, das ich aber dann noch in den anderen Standalone-Versionen nachrüsten muss. Das heißt also für Mac und Linux. Aber das wird kommen, das ist so der nächsthäufigste Fall, dass halt ein Gerät vielleicht nur 41 Kilohertz oder sowas benutzt oder ganz andere Werte oder 24, gibt es auch häufiger bei sehr günstigen Headsets. Kommt. Ja, hallo, ich bin der Jan. Bei anderen Software fragt man ja immer nach Stable Releases, bei der Software ist es ja anders. Wann kommt die nächste Beta raus? Wie gesagt, nächste Woche hoffe ich, das wirklich zu releasen. Es hapert eigentlich nur noch an diesem macOS-Bug, den ich gerne noch weghaben möchte. Hallo, ich bin Felix und ich freue mich, dass ich dir bald Geld dafür geben kann, aber trotzdem steht für mich die Frage im Raum, ob der Prozess für einen entfernten Gesprächspartner, der sich nicht großartig mit Technik auskennt, deutlich problematischer wird, wenn die neue also, Version kommt. Wie gesagt, wenn du einen Standalone-Client runterlädst, dann ist das innerhalb der 30 Tage, muss er gar nichts machen. Das Einzige, was nach 30 Tagen passiert, dass er dir da die ID geben muss und du ordnet es deinem Bezahl-Account schon zu. Und damit ist die Sache dann auch schon gegessen. Hi, Robert hier. Ich bin viel im Firmenumfeld unterwegs und habe eine Anregung, dass du neben dem Abo-Modell auch irgendeine Form von Kauflizenz erwägen solltest. Ich habe zum Beispiel aktuell das Problem, dass ich für ein Abo von 1 Euro pro Monat in der Firma einen Vorstandsbeschluss bräuchte, was 6 Monate dauert. Ich hingegen bis zu 2.500 Euro freihändig ohne Rückfrage ausgeben kann. Und ich weiß, dass es viele Firmen gibt, die dieses Problem haben.
Guter Hinweis, daher auch das Guthabensystem. Du kannst das Guthaben in beliebiger Höhe aufbuchen. Das heißt, du kannst natürlich gerne 1.000 Euro aufbuchen, dann 1 Euro nehmen, dann hast du 1.000 Monate. Das dürfte lange reichen. Jetzt endlich das gleiche Modell, was Kurspace fährt, oder? Genau, im Prinzip ist es das gleiche Modell, richtig. Ja. Ich kann vielleicht auch noch mal gerade ein bisschen die Standalone zeigen. Das war jetzt nicht ich, oder? Genau, das ein Unterschied ist jetzt auch, was man direkt sieht. Das ist auch zur früheren Standalone-Version so gewesen, dass das Audiosystem erst losgelaufen ist, wenn man einen aktiven Call hatte. Jetzt sieht man schon direkt einen Ausschlag, das heißt, das verhält sich genauso wie das Plugin. Häufig, das war auch so ein Support-Fall immer wieder, das hat manche irritiert, dass es nicht direkt greift. Und man kann jetzt halt unter Interface direkt auch den Treiber später auswählen. Also hier unter Linux habe ich jetzt zum Beispiel 2 Treiber zur Auswahl. Das kennt man unter Windows. Unter Mac ist es sehr unüblich, dass man das Treibermodell auswählt. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf ALSA gehe, habe ich also wirklich die Möglichkeit, gut, das ist jetzt ein bisschen unspannend, weil ich nichts angeschlossen habe, aber ich könnte hier jetzt also durch die Geräte durchwechseln. Und wenn das halt erledigt ist, dann kann ich halt entsprechend, wie ich das eben schon gezeigt habe, über den Anruf entsprechend agieren. Und das Adressbuch, das versteckt sich hier. Ich liebe dich. Malik liebt dich. So, da sieht man auch schon die Test-Accounts, die restlichen, da wird es noch ein paar allgemeine, generische geben. Genau, wenn man, ich kann das mal testen, ich hoffe, ich habe hier ein Netzwerk vertippt. Und man kann hier über den Shortcut quasi auch quasi direkt dann zum Adressbuch dann hinzufügen, was jetzt gerade nicht geht, aber das kann jetzt auch an der Alpha-Version liegen. Liegt, glaube ich, daran, dass Echo schon liegt. Ja, das kann auch gerade so sein. Genau. Und man kann jetzt auch, ich glaube, das hatte ich gerade im Screenshot nicht, also hier ist es jetzt wirklich möglich. Ups. Dann auch mehrere Spuren aufzumachen. Und das ist jetzt die Standalone, wie gesagt, was halt bisher nur mit der Plugin-Variante ging. Ja. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Ja, klar. Das Metering, wird es auch Stereo gemetert, also wird es Stereo darstellen, wenn es im Stereo-Mode läuft? Aktuell nicht. Also im Moment wird die Summe dargestellt. Ich könnte das aufsplitten, aber in der Regel ist es ja gerade bei der Standalone eher eine Monosumme, die reingeht. Also Gespräche sind ja erstmal per se Mono. Soundboard oder so habe ich jetzt noch nicht implementiert, wo das vielleicht sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, was wäre so der Hintergrund? Ich habe Studio Link mal benutzt für eine Cello-Aufnahme zum Beispiel. Okay. Da wäre es ganz schön gewesen. Da hatte ich dir auch geschrieben, ob ich jetzt gerade nur, also ob ich dann Mono bekommen werde oder ob es nur so dargestellt wird. Es ist einfach so ein bisschen irreführend, wenn man Im Ingenieur nur einen Balken sieht. Verstehe, okay. Ja, also prinzipiell läuft bei Studio Link alles über Stereo, ohne irgendwas zu konfigurieren, aber tatsächlich die Pegelanzeigen habe ich der Einfachheit halber erstmal nur in Mono dargestellt. Könnte ich vielleicht auch mal als Option darstellen, dass man die Kanäle einzeln sieht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. So, ich hätte noch eine Frage. Das heißt, ich kann mir jetzt irgendeine komische kryptische Nummer eintragen und dann Namen hinterlegen und brauche nur noch den Namen eingeben zum Anrufen. Du kannst im Adressbuch einfach auf Call klicken. Oder so, ja. Genau. Okay. Gut. Ich habe noch eine Frage. Ist es geplant, irgendwie vielleicht zumindest im Plugin irgendwie mal die Möglichkeit zu haben, mehr als eine Spur über Studio Link zu übertragen? Also zum Beispiel die Sprecherspur und die Soundboard-Spur des anderen noch mit übertragen, sodass man sozusagen 2 Soundboard-Spuren hat, die man dann beide sozusagen als Soundboard-Spur in der Mitte zu Auphonic laden kann und dann sozusagen die Sprecherspur, die über Studio Link kommt, dass man über die
macht man ja dann im Stereobild manchmal so auf 10% rechts und dass man sagt halt so, okay, wenn der mir jetzt aber einen O-Ton oder so schickt, dann ist es ja vielleicht sogar ein Stereo-O-Ton, den ich halt im Stereobild in der Mitte haben will. Ist da irgendwas geplant? Bis jetzt nicht. Also prinzipiell kannst du natürlich auch zwischen zwei Ultraschallversionen beliebige Anzahl an, also bis 10 Calls quasi parallel aufmachen oder zwei. Das dürfte eigentlich schon funktionieren. Das im Stereobild abzubilden dürfte auch, glaube ich, sogar gehen. Also theoretisch ginge das sogar schon mit den Bordmitteln. Aber du kriegst das Studio, du kriegst das, du wirst aber das Soundboard hier im Studio liegen. Doch, über die Routing-Matrix kannst du das eigentlich gezielt steuern. Normalerweise schon. Ich hätte noch eine Frage, weil ich gerade oben die ZIP-Accounts sehe. Ne? Das, ja. Ist ja, das sind ja alles schon ZIP-Accounts. Ich genau. Machte mich nur gerade auf den Gedanken, ist denn geplant, auch andere Quellen zuzulassen, zum Beispiel Telefon zu Studio Link oder so? Du meinst quasi out of the box, ohne dass man es selber einrichten muss. Also das geht nämlich schon. Also du kannst natürlich beliebige ZIP-Accounts, wie zum Beispiel aus der Fritzbox oder zipgate.de oder XY-Anbieter hinterlegen. Aber jetzt out of the box erstmal nicht. Wäre natürlich denkbar, das dann über das Finanzierungsmodell mit abrechnen zu können, über das vorhandene Guthaben. Das könnte man natürlich mit implementieren gleich. Telefoninterviews und so machen ja manche. Genau. Du könntest prinzipiell dir ein Event von ZIP-Account das war das Ding, Leute, das ist das. Prinzipiell kannst du dir bei Eventphone, das sind die, die das POC auf den Kongressen machen, da kannst du dir ZIP-Accounts auch klicken und die kannst du in Studio Link einbinden und dann kannst du prinzipiell zumindest auf der Nummer angerufen werden. Raustelefonieren kannst du nicht, weil da kein Geld drauf ist. Also wenn du einen anderen ZIP-Anbieter hast, dann kannst du da auch raustelefonieren, das ist prinzipiell möglich. Ja, Eventphone ist aber eher eventbezogen auf die Geschichten und ich glaube, das klar, sicherlich, aber... Das Event von VoIP-Netz ist prinzipiell exakt nicht auf die Events bezogen, sondern ist ein eigenes System, wo es auch eigene Nummern gibt, die explizit dafür vorgesehen sind, dass du zwischen den Events, wenn keine Events sind, über VoIP miteinander kommunizieren kannst. Das ist dediziert vom POC für Nicht-Events, weil es sind auch eigene Extensions. Ja, müsste man mit denen natürlich erstmal besprechen, weil das so out of the box, ohne die zu informieren, zu hijacken, wäre, glaube ich, ein bisschen kein schöner Weg. Aber ja, generell, ich würde es wahrscheinlich eher selber bauen, damit man auch rausrufen kann und nicht nur entsprechend das nur in eine Richtung nutzen kann. Hallo, Stefan hier. Ja. Sehe ich das richtig? Bevorzugter Backtracker ist nicht mehr GitHub, sondern GitLab von dir jetzt? Genau, für Issues ja, ich mirror allerdings auch noch nach GitHub weiterhin, weil da auch das Travis und die komplette Continuous Integration läuft. Und ich hätte noch eine Frage aus der Linux-Nische. Unter Arch läuft das Plugin super auch mit der letzten Version, bei Ubuntu knirscht es ein bisschen noch. Genau, weißt da bin das? Ich auch noch, das ist auch noch so ein offener Bug für das, also das Plugin mache ich, sobald ich die Standalone draußen habe, weiter, genau. Gibt es noch Fragen? Keine? Dann herzlichen Dank für deinen Vortrag, Sebastian. Ja, gerne.